Hallo, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Eine Sache, also ganz am Anfang erstmal, wenn ich gestern ein bisschen, beziehungsweise in der letzten Aufnahme etwas genervt war, es tut mir leid, aber ihr wisst warum. Zweite Sache. Es ist so scheiße. Ich hasse manchmal diese Übersetzungen im Videospiel. Ich habe jetzt erstmal auf Englisch gestellt. Habe mir das auf Englisch nochmal durchgelesen. Da sind mir zwei Wörter ganz besonders rausgestochen. Einmal upon, also über oder auf. Und bone, was als Knochen oder Borg genannt werden kann. Das Dumme ist, die haben eben genau diese Fehler reingehauen. Es heißt nicht auf dem Dach vom Palast von Knossos, sondern es heißt über. Und es heißt auch nicht Borke, es heißt Knochen. Willst du mich verarschen? Ich bin nämlich gerade hier gesessen mit einem Vater und so weiter und so fort. Wir haben überall rumgeguckt, überall beim Palast von Knossos. Ja, und mein Vater hat halt geguckt und so weiter und so fort. Der kennt sich mit dem Spiel fast gar nicht aus. Hat sich dann halt so umgeguckt, im Internet, hat danach wieder Lösung gesucht. Und dann hat dann so gesagt, ja, guck doch mal unten bei diesem komischen Camp und so weiter. Und ich so, hä, warum? Das steht auf Palast von Knossos. Ja, guck einfach mal. Ja, und dann haben wir geredet, so 10 Minuten später, so. Ja, ich zeig dir jetzt mal auf der Karte, wo das ist. Da war es hier. Genau. Hier. Ich sagte nichts. So, boah, ich hab mich ganz so innerlich aufgeregt, so. Ja, auf dem Palast von Knossos, zwischen Baum und Borke. Ja. Genau. Leute, Übersetzer von Ubisoft, tut mir bitte einen Gefallen, wenn ihr von Englisch auf Deutsch übersetzt oder von Englisch auf eine andere Sprache. Erstmal, ob das in dem Zusammenhang wirklich passt. Weil in dem Fall passt das gar nicht. Wenn wirklich geschrieben hätten über, dann hätte ich eventuell auch denken können, über den Palast, also wachend über den Palast, weil hier ist dieser riesige Baum. Da ist der Palast von Knossos. Entschuldigung, aber ich reg mich da gerade echt auf. Schnauze. Ne. Nein. Hoch. Entschuldigung. Zack. Ich heb mich gerade echt auf. Bis das, was das für uns scheidet, endlich. Oh Gott. Ich kann nicht schiffen dafür, dass ich das letzte Ostra-Rätsel gelöst habe. Danke. Vielen Dank. Das ist wieder so ein. Ne, das ist nicht so ein. Ich wollte gerade sagen, das ist sowas wie bei Assassin's Creed Origins bei den DLCs. Aber da waren es ja keine Übersetzungsfehler. Da war einfach nur die Wegbeschreibung einfach nur so scheiße. Beziehungsweise falsch. Es war einfach nur falsch. Entschuldigung. Ich reg mich gerade auf, aber zu Recht will ich sagen. Fast alles. So. Dann erstmal hier. Gebe ich die Quest dann erstmal ab. Mit den Fangzähnen.
Da habe ich die auch endlich weg. Dann werde ich wahrscheinlich Pefki auch noch zu Ende machen. Also mit Arena, bla bla bla. Naja, aber erstmal zu nach Messara. Also, ich bin ja in Messara, aber. Dann halt den vorletzten des Kult des Kosmos umbringen. Also vorletzten, wenn man es ganz genau nimmt. Danach dem letzten von den Dingen umbringen, der im Pefki ist. Und danach werde ich nach Kos, genau. Aber erstmal. Was ist denn hier los? Sag jetzt bitte nicht, das war umsonst. Oh, ich bin gerade so angesäuert. Entschuldigung. Söldnerin, ich wurde beauftragt, einen Bogen aus jeweils einem Fangzahn einer Löwin, eines Luchses und eines... Willst du mich verarschen? Söldnerin, ich habe dir schon fünfmal erzählt, wo du das findest. Aber Söldnerin, ich sag dir jetzt erstmal, was los ist, obwohl ich dir schon zweimal gesagt habe. Ich habe die Zähne. Wenn du bereit bist, einen angemessenen Preis zu zahlen. Natürlich. Ich kenne den Wert guter Zähne. Wäre ein eigener Bogen aus Fangzähnen ein angemessener Preis? Er hätte wirklich Biss. Gut. Autsch. Ein Bogen, der Artemis würdig wäre. Sehe ich nicht. Sehe ich überhaupt nicht. So. Weiter. Wo da? Ja. Den gehen wir dahin, bringen den um, dann gehen wir zur Arena, machen da die Quest zu Ende. Wenn der Held der Arena. Ich glaube, das müsste jetzt der letzte der Anbieter der Blutlinie sein, glaube ich. Glaube ich, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Ja, muss es. Ja klar muss es das sein. Das ist der letzte der Anbieter der Blutlinie. Und in der in der Arena ist der letzte der Helden des Kults. Und dann fehlt der Geist. Um den wir uns dann auch kümmern werden. Und wie gesagt, ich glaube immer noch, dass es Aspasia ist. Ich bin mir fast sicher. Plotfest, es ist ein Crossdresser. Oh, das ist echt mies. Ist der noch tot? Wie gesagt, ich hab den ja schon mal umgebracht. Ja, er ist doch tot. So. Tot. Hüftstreben der Unsterblichen. Melite. So. Jetzt fehlt nur noch der letzte vom Helm des Kults. Und dann geht's an den Geist. Genau. Eine Sache, die ich noch zeigen wollte. Oder zwei Sachen. Ich habe mir noch durch diese Club Units noch zwei Sachen geholt. Einmal hier. Die Tyrenei. Die Nachfrage nach griechischen Waren bei großen Tyrenien und die Handelswege wurden erbittert verteidigt. Und hier. Ich habe jetzt wieder auch die Matcher geholt. Diese ägyptischen Elitekrieger waren als Kundschafter, Gesetzeshüter und Beschützer ihres Volkes bekannt. Oh, ich habe nochmal einen Punkt. Da. So. Inventar. Ja genau, ich habe jetzt gesehen, dass im Messenien mir noch so ein Ding fehlt. So ein bestimmtes Siegel, sage ich jetzt einfach mal. Habe da noch ein bisschen geguckt und habe den Bogen des Eros gefunden mit 50% Chance Spezialfeuer nicht zu verbrauchen.
Das will ich schon. Und das müsste jetzt auch wirklich das letzte Osterrätsel sein. Okay. Dann schauen wir hier im Schnell. Oh. Fitzmodell schon kritische Treffer. Mhm. Na, okay. Oh. 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 Ja, komm. Sieht doch ganz cool aus eigentlich. Die Anbeter der Blutlinie. Ja, das haben wir gerade gemacht. Was soll ich machen? Machen. Der war's, oder? Ja. Da kann ich da am schnellsten. Dann gehe ich dann als nächstes dahin. Ja. Es lichtet sich einigermaßen. Aber ich habe gesehen, dass die erste Episode von Das Vermächtnis der Klinge schon draußen ist. Ich werde wahrscheinlich damit weitermachen. Ich kenne mich auch. So. Zack, da werden wir, dahin muss ich. Oh. So. Aber sieht echt cool aus, die Rüstung. Sehr edel. Die hätten das eher persischer Adel genannt können als unsterblich. Autsch. So, wenn ihr euch noch erinnert, wir gehen jetzt zu dem Typen, der sich selbst umbringen wollte. Weil Minotaurus sich getötet hat. Der ja jetzt in beider Hinsicht tot ist, also der Minotaurus. Hallo. Einmal deine Axt und einmal deine Rüstung. Die Axt, die zweimal berührt wurde von Perseus, glaube ich, war. Ne. Theseus? Perseus? Ich glaube, Theseus war das, oder? So, Theseus. Ich bin zurück. Und ich habe alles, was du brauchst, um deine Leute erfolgreich anzulügen. Oh, fantastisch. Und keine Angst, Freundin. Diese Lüge wird helfen, mein Dorf zu retten. Es bringt uns wieder auf die Landkarten. Naja, kann ich die Sachen jetzt haben, bitte? Natürlich. Axt und Rüstung gehören dir. Und dreh dich einen Moment um, während ich mich umziehe. Oh oh. Du siehst heroisch aus. Wie ein Krieger, der eine ganze Minotauren-Familie erschlagen könnte. Wirklich? Und das sagst du nicht nur so? Ich meine es ernst. Sogar ich fühle mich etwas eingeschüchtert von dir. Oh. Schon gut, Leute. Ich bin jetzt ein Held. Ich komme runter. Ich fühle mich schon ziemlich heroisch. Ich hoffe, dieser Schiffsführer kommt bald, damit ich nach Hause kann. Ich habe ihm meine letzten Drachmen gegeben. Ich glaube, das ist ein bisschen dämlich. Ich hoffe, dieser Schiffsführer. Ja. Gut. Die Quest haben wir auch hinter uns. Dann hier.
Sie wollen Blut sehen. Die Leiter der Arena in Pevki hatten Cassandra zu einer Reihe brutaler Kämpfe herausgefordert. Auf die Sieger warteten Ehre, Ruhm und Rachen. Auf die Verlierer nur der Tod. So. Tod, okay. So. Dann gehen wir jetzt da hin. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, in der Arena aufzusteigen. Ja, 500 Kämpfe später. Ich sehe es schon. Hallo? That's it. Habe ich das nicht gesehen? Ja. Ich habe nicht gesehen, dass ich 30 Euro Heilkosterz sammeln muss, um eine Clubaktion fertig zu machen. Ich weiß noch nicht mal, wie viel ich jetzt habe. So. All diese überaus tapferen Seelen. Hier ruhen nur die besten Krieger. Helden. Viele sind es nicht. Doch sie sind Helden der Arena. All jene, die ehrenhaft gestorben sind. Die übrigen werden weit weg von hier in anonymen Löchern verscharrt. Niemand erinnert sich an sie. Wenn deine Zeit kommt, glaubst du, dass man dich zu den Helden zählen wird, Söldnerin? Falls jemand stark genug ist, mich zu töten, wäre ich mehr als würdig, hier zu ruhen. Ich habe Geschichten von deinen Taten und Siegen gehört. Beeindruckend, falls sie wahr sind. Kommt drauf an, was du gehört hast. Ich habe viel gehört. Eine Kriegerin, die durch das Land reist. Manchmal halb Bestie oder halb Göttin. Aber immer von einem Adler begleitet. Siegerin der Schlacht der 100 Hände. Sag mir, ist irgendetwas davon wahr? Sie sind alle wahr. Und es gibt mehr, von dem du gar nichts weißt. Gute Antwort. Es ist mir egal, ob die Geschichten wahr sind. Ich sehe, was in dir steckt. Du vermagst Großes zu tun. Das Potenzial, eine wahre Heldin zu werden. Ich bin Marion. Cassandra. Wenn du wirklich leben willst, Cassandra, wenn du die Heldin der Arena werden und Danke. Das brauche ich jetzt wirklich. Welche Reichtümer verdienen willst, musst du in meiner Arena kämpfen. Klingt interessant. Gut. Nimm mein Boot und fahre die Küste von Pevki in Richtung des Schiffswracks entlang. Und dann in die Mündung des Tals hinein. Dort findest du den Eingang zu meiner Arena und Skura, der sich um meine Kämpfer kümmert. Wenn er in dir dasselbe sieht wie ich, dürfte er hoch erfreut über deine Ankunft sein. Gut. Was ist, wissen wir? Ich überflosse sein Schiff. Mayon sagte etwas von Schiffswracks. So. Ich sehe keine Schiffswracks. Was denke ich mir nur dabei? Mit diesem Boot kann ich. Die Wracks sollten mich zur Arena führen. Wow. Ich habe das Gefühl, ich weiß, dass man dazwischen nicht redet. Wow, ich finde das manchmal echt interessant. Was denke ich mir dabei? Hier sollten die Schiffswracks sein. Wow. Da muss ich, glaube ich, rein, oder? Wo ist das Skura? Das muss Skura sein.
Barnabas erzählte mir von der Arena. Ich sollte sie mir ansehen. Na, schauen wir mal. Schön für dich. Naskura. Hast du das gehört? Ich höre nichts als den Wind. Ganz genau. Nichts. Ja. Es heißt, man konnte die Zuschauer bis hierher hören. Ihr Durst war nicht zu stillen. Welcher Durst? Nach Kämpfen in der Arena natürlich. Leben und Tod in ihrer reinsten Form. Liebe, Hass, Ruhm und Ruin. Alles zur Erbauung des Publikums. Mein Name ist Skura. Cassandra, ich habe von diesem Ort gelesen. Und von dir. Es war ein Aufruf an Kämpfer aus der ganzen griechischen Welt. Diese Mauern beben nicht mehr, weil es keine echten Helden der Arena mehr gibt. Die Zuschauer wollen keine wahren Krieger mehr sehen. Sie wollen nur Blut. Aber du, Söldnerin, könntest das ändern. Du könntest sie umstimmen und unermessliche Reichtümer gewinnen, versteht sich. Wenn du hier kämpfst und gewinnst. Vielleicht kann ich diese Arena wieder zum Beben bringen. Gut. Wer sind die anderen Kämpfer? Als neue Herausforderin kannst du dir einen Gegner aussuchen. Hier gibt es keine Sklaven oder Verbrecher. Nur Krieger, die entschlossen sind, Blut für die Menge zu vergießen. Verstehe. Es gibt 5 amtierende Sieger. Einer blutrünstiger und skrupelloser als der andere. Du musst sie alle besiegen, um dich Heldin der Arena nennen zu dürfen. Erzähl mir mehr über die Arena. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, aber sie hat sich verändert. Wie die meisten Dinge. Den Kämpfern heutzutage geht es nur um Drachmen, nicht um Ehre. Und das Publikum will nur noch sehen, wie sich die Krieger gegenseitig ausweiden. Sie sind abgestumpft. Sie wollen mehr als nur den Tod sehen. Sie wollen Grausamkeit. Sie wollen mehr als Grausamkeit. Hä? Das war gerade witzig. Okay. Ich bin für alles bereit. Wähle deinen Gegner. Fangen wir mit dem leichtesten an. Ja, und zwar den König der Banditen. Entschuldigung, wenn gerade das aufkam mit dem, dass es runtergeladen wurde. Das Vermächtnis der Klinge. Ich fand das gerade echt auch scheiße, tut mir leid. Ja, wir sprechen gerade. Oh, Vermächtnis der Klinge ist runtergeladen. Danke, Spiel. Echt danke, nett. Wow, hui. Jetzt reicht's aber! Arena von Pevki ist ein Ort, an dem du Belohnung verdienen kannst, indem du Söldner und Anführer antrittst. Wow! Hui! Ja, kommt schon. Ja, komm mal her. Ja, komm schon. Drei auf einem Schlag, geil. Jetzt wirst du untergehen, Zeitling. Ja, komm mal her, Kleider. Du bist Level 2-1. Ich sehe nichts. Also,
was Rauch angeht. Du hast Claudius, der König der Banditen, besiegt. Wow. War auch echt schwer. Hui. Boah, ich bin. Alter, ich bin ganz voll Adrenalin. Boah, Alter, war schwierig. Boah. Entschuldigung. Ich glaube, das wird einigermaßen leicht, da rumzukommen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das Gefühl. Das? Du musst dich gut geschlagen haben. Hast du es nicht gesehen? Ich habe seit Jahren keinen Kampf mehr gesehen. Aber wenn die Menge so jubelt, habe ich vielleicht meine Heldin gefunden. Nicht nur vielleicht. Natürlich bejubeln sie mich. Wer würde einer legendären Kriegerin in der Arena nicht zujubeln? Vielleicht stimmen die Geschichten ja doch. Skura. Meon? Ah, Söldnerin. Ich wusste es gleich, als ich dich zum ersten Mal sah. Du könntest heldenhaft in der Arena sein, wie Skura. Wenn du weiter so kämpfst, sage ich eine lange und profitable Karriere voraus. Für uns beide. Rede mit Skura, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Okay. Wähle deinen Gegner. Ich spieße Belos auf wie ein wildes Tier. Nur damit du weißt, das ist der letzte Typ vom Kult des Kosmos. Also, vorletzte, Entschuldigung. Nein, er hat sie aufgehangen. Ach, oh, doch ne, die schlechtesten. Jo, mach das. Schön. So, nächste. Na, Velos, komm her. Das sage ich zu Teufel. So, das war der letzte von Kult des Kosmos. Also vorletzte. Die Helden des Kults.